Herzlich willkommen bei Spitzentitel der Bücherschau auf spiegel.de. Mein Name ist Volker Weidermann, Ihr Name ist Elke Heidenreich. Richtig. Herzlich willkommen. Gerne. Ich freue mich wahnsinnig, dass diese enthusiastische und kluge Bücherleserin, Buchvermittlerin heute in dieser Sendung bei mir zu Gast ist. Eine Riesenfreude. Ich freue mich auch. Und normalerweise ist hier immer der Moment natürlich, den Gast vorzustellen. Mache ich diesmal nicht, aus drei Gründen. Erstens natürlich jeder, der irgendwie in Deutschland mal ein Buch in den letzten Jahrzehnten in der Hand gehabt hat, kennt sie sowieso, kennt sie aus den Fernsehen und aus ihren Büchern. Zweitens sind wir ja seit einem guten Jahr sozusagen Mr. und Mrs. Spitzentitel. Insofern jeder, der hier schon mal zugeschaut hat, kennt uns beide sowieso als Team. Und drittens hat sie ein Buch geschrieben, das ist eine Leseautobiografie, kann man sagen, sozusagen wie sie lesend wurde, der sie ist. Heißt, hier geht's lang und da werden wir sozusagen anhand dieses Buches durch dein Leseleben hindurchgehen. Und bevor wir damit anfangen, kurz Politik. Du schreibst unter anderem in diesem Buch, dass du bei all deinen Freunden natürlich notorisch dafür bekannt bist, dass du immer und ständig Bücher verschenkst. Andere bringen Blumen, Schnaps, Wein mit, du bringst Bücher. Ja, und ich habe auch so viele, die liegen alle rum, die müssen weg. Das stimmt. Und immer das richtige Buch für jede Lebenslage. Es gibt nicht immer so Einheitsbücher, sondern. Und da dachte ich, wir sind kurz vor der Bundestagswahl, über die Schulter, dass du mal den Kandidatinnen und Kandidaten ein Buch empfehlst für ihre jetzige Lebenslage. Er ist ja gerade ein bisschen schwer. Soll das jetzt witzig sein oder echt und ernst gemeint? Ich finde es ja gut. Ich glaube, du verschenkst doch ernsthafte Bücher. Ja, oder? Ernsthaft. Also ihm würde ich ein Buch schenken von Friedrich Christian Delius, Die Flatterzunge. Die Flatterzunge war ein Roman über einen, der einen furchtbaren Fehler gemacht hat in seinem Leben und danach ging alles aus dem Ruder und ging alles schief. Und er hat bei dieser Flutkatastrophe gegrinst und ich glaube, das kann man nicht wieder gut machen. Damit ist die Sache erledigt. Und wenn er Die Flatterzunge liest, weiß er das. Geht nicht. Keine Hoffnung am Ende des Buches. Ich finde nicht. Nee. Und ich finde auch hier nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das verziehen wird. Das war so unsensibel und so überflüssig und unnötig, selbst wenn es nur am Rande war und so. Aber das hängt im Gedächtnis der Leute. Das kann er nicht ausmerzen. Man lacht nicht, wenn so ein Elend ist. Er ist für Lachen sowieso nicht so bekannt, kann man sagen. Olaf. Ja, dem würde ich was empfehlen. Der ist ja sehr seriös und ich glaube, er will alles gut und richtig machen. Und es gibt ein wunderbares Buch von Stuart Onan. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt Das Glück der anderen. Mhm. Da ist ein Bürgermeister oder Sheriff, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, der alles richtig machen will für seine Stadt, der nur das Beste will. Und er macht im Grunde alles falsch. Weil manchmal muss man Entscheidungen treffen, die nicht das Beste sind, um Schlimmeres zu verhindern. Also ein sehr kluges Buch. Das würde ich ihm empfehlen. Er ist mir ganz sympathisch. Und wenn er das liest, vielleicht hilft's. Mhm. Und jetzt kommt noch Nummer 3. Oh, gut gelaunt. Ach ja, die hat ja anscheinend viele Bücher. Sie hat ja schon allein aus 100 abgeschrieben. Dann braucht sie ja nicht noch eins. Vielleicht eher eine Sprecherziehung, dass sie eine andere Stimme kriegt, wenn sie mit Putin oder den Taliban reden muss, dass sie vielleicht etwas sonorer klingt. Ach, das Schreck. Also du würdest auch sagen, an Erfahrung, ihr fehlt zum Beispiel an Erfahrung. Da fehlt es an vielem. Und ich habe ja nie einen Hehl draus gemacht, dass ich auch kein Freund der Quote bin. Und ich halte das für einen Fehler. Und du wärst sozusagen ein Schriftsteller als Bundeskanzler, wäre dir lieber gewesen? Ja, nein, ein Schriftsteller als Bundeskanzler. Nein, ich meine jetzt hier sozusagen die zweite Hälfte der Doppelspitze. Ja, Robert Habeck ist doch ein Philosoph, ja, wäre mir lieber gewesen. Ehrlich gesagt, ja. Man sagt ja immer geheime Wahl, freie Wahl ist wichtig, aber geheime Wahl finde ich nur nicht so wichtig. Ich sage immer, was ich wähle und was ich denke. Und das wäre mir lieber gewesen. Stimmt, es war, glaube ich, eine der ersten Male nach deiner Else-Stratmann-Zeit, wo ich dich bewusst im Fernsehen gesehen habe, warst du Gastgeberin in einer Talkshow und da wurde dein Kompagnon gefragt, ja, willst du etwa die Grünen, fragte er nur so entsetzt und da sagtest du nur, ja, was soll man denn sonst wählen? Ja, damals war das so, aber heute würde ich das nicht mehr so sehen. Ich wähle Olaf Scholz, wenn es dich interessiert. Ja, weil ich finde, dass die gute alte SPD wieder ein bisschen stärker gemacht werden muss. Ich habe einigermaßen Vertrauen zu ihm, er ist der ruhigste und gelassenste von denen und jetzt wähle ich ihn mal und dann gucken wir weiter. Ihr habt ja Christian Lindner gar nicht. Ja, das ist unser Bonustrack. Da wüsste ich am besten im Buch. Dem würde ich schenken von Hermann Melville, Bartleby, der Schreiber. Der sagt doch immer, I would prefer not to. Mhm. Ich würde lieber nicht. Der hatte damals gesagt, lieber nicht Jamaika. Jetzt sagt er, ich hätte lieber Kinder als ein Ministeramt. Ja, dann soll er es doch lassen. Dann soll er Bartleby lesen und lieber nicht. Endet nicht gut.
wenn man immer lieber nicht will. Ich glaube, fast alle Bücher, die du Ihnen jetzt empfohlen hast, enden nicht gut. Nee. Gibt es einen Politiker, der dich als Lesender überzeugt oder den als echten Literaturliebhaber kennengelernt hast? Heiner Geißler, aber der ist tot. Der hat wahnsinnig viel gelesen, der war sehr gescheit und das war auch nicht politisch so meine Linie. Aber der hat sich ja im Laufe seines Politiklebens sehr verändert und das war ein großer Leser. Und der hat damals, vor 30 Jahren, gesagt, die beiden großen Themen der Zukunft sind der Islam und das klare Wasser, dass wir alle nicht mehr genug Wasser haben. Ich glaube, er hat recht. Das war ein Leser. Ein Leser und übrigens ein glänzender Klavierspieler. Er war ein fantastischer Pianist, weiß man alles gar nicht von ihm. Und das herrliche Interview mit dem AfD-Politiker hast du möglicherweise auch gesehen. Der deutsche Schüler muss wieder ein deutsches Gedicht auswendig lernen. Ja, das haken wir ab. Da haben wir gar keinen Kommentar dazu. Ich finde es schon, dass man deutsche Gedichte kennen sollte. Aber nicht der deutsche Schüler ein deutsches Gedicht. Also mit diesem Gedicht, mit diesem Nachdruck dann doch. Aber wie Obama mal vorschlug, vor jeder Kabinettssitzung ein Gedicht, um die Leute so ein bisschen... Habe ich vor Jahren vorgeschlagen in der ARD und im ZDF. Vor Obama. Längst vor Obama, dass ich gesagt habe, ihr macht jeden Abend in der Tagesschau oder bei heute und für den Sport in der Sendung, nie für die Kultur in der Sendung, immer nur für den Sport. Und ihr könntet doch jedes Mal vorher oder nachher 3 Minuten für ein Gedicht machen. Der WDR macht es jetzt in WDR 3 im Radio jeden Morgen um 8:50 ein Gedicht. Ich finde das wunderbar. Wäre doch toll. Und da können ja prominente Menschen, Schauspieler, was weiß ich, Christian Drosten, Ärzte, Literaten, müssen nicht nur Dichter sein. Alle möglichen Menschen könnten da ein Gedicht ihrer Wahl aufsagen. Ich fände das ganz wunderbar. Rüdiger Safranski würde einen Ben aufsagen. Ja, mit dem hattest du mal einen richtigen Gedichteaufsage, so eine Gedichte-Nacht sogar, ja, mit Rüdiger in der Kneipe. Ja, darum fällt der mir gerade ein, ja. Und in deinem letzten Buch, Männer in Kamelhaarmänteln, ist, glaube ich, immer noch nicht aus der Bestsellerliste schon wieder verschwunden. Trotz Corona und keiner Lesungen war es lange drin und das hat mich sehr glücklich gemacht. Das ist unter anderem eine Geschichte von einer Liebesaffäre mit einem Politiker, den man immer abends in der Tagesschau sehen konnte und dann noch später abends bei dir zu Hause. Du schreibst gar nicht, wer das war. Das würde uns jetzt das würde ich erstens nie sagen und zweitens muss ja Literatur nicht wahr sein. Es ist immer ein Kern wahr und der Kranz drumherum ist Fantasie, das Kränzchen. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und Heiner Geißler war es nicht, falls du das jetzt denkst. Mit dem habe ich gern Klavier gespielt. Ein besonders überraschendes Werk, das ich hier, ich habe hier eine kleine Auswahl von deinen Büchern, aber eins, von dem die Menschen gar nicht so viel wissen, ist an besonders hoher Auflage auch erschienen. Was ist das denn? Wahnsinnig langweilige Cover. Das kenne ich überhaupt nicht. Ja, siehst du. Was ist das? Kindlers Literaturlexikon. An dem hast du mitgearbeitet. Steht in jeder deutschen Bibliothek noch heute. Aber ich habe es ganz anders noch in Mausgrau, die alte Ausgabe. Ja, habe ich mal mitgearbeitet. Und du schreibst zwischen L und P warst du dabei. Weißt du vielleicht auch noch, welche das ist? L-M-N-O-P, ja. P, Potschi könnte sein. Platon? Nee, Potschi. habe ich damals mir ein bisschen Geld verdient, stimmt, ja. Aber jetzt geht's um das aktuelle Buch. Mit Büchern von Frauen durchs Leben ist der Untertitel. Und gleich am Anfang steht ein Motto von A.L. Kennedy über das Wort Frauenliteratur. Denn gibt es gar nicht. Nein, eigentlich nicht. Ruth Klüger hat ja so einen tollen Essay mal geschrieben, Frauen lesen anders. Frauen lesen nicht nur anders, Frauen schreiben auch anders. Wir sind andere Art Menschen. Wir sind gleichberechtigte Menschen, aber andere Menschen als Männer. Und so schreiben Frauen auch anders, ist doch klar. Und Frauenbücher, wenn man die liest, die machen was mit einem anders als Männerbücher. Ich habe natürlich die ganzen Kerle gelesen. Aber die Mädels haben mir mehr gesagt, wo es in meinem eigenen Leben lang geht. Und das wollte ich da mal beschreiben. Und das Aufwachsen vor allem, sozusagen das langsam lesend auf die Welt kommen, das waren doch vor allem Heldinnen am Anfang. Und ganz am Anfang... Als ich ein Kind war in den 50er Jahren, da lasen Mädchen Mädchenbücher und Jungs lasen Jungsbücher. Wir lasen Pucki und Trotzkopf und Christine, der Zopf muss ab. Und die Jungs lasen Heinz will Förster werden oder der kleine Robert fährt zur See oder was weiß ich. Das war ganz streng getrennt. Erst bei Karl May haben wir uns dann alle wieder getroffen. Den haben wir dann alle gelesen. Okay, aber vielleicht kommen wir zur ersten Heldin am Anfang. Oh, wie alt warst du da? Ach je, auch wie niedlich. Da war ich ja schon, da war ich kein Kind mehr, da war ich, ich schätze mal so 15. 15, immer mit Buch, ja. Das war bei uns zu Hause, wir hatten eine arme kleine Wohnung. Dieses Schränkchen mit dem Vorhang davor war meins, da durfte meine Mutter nicht dran. Da lag das Tagebuch drin und das war meine einzige Ecke. Und das war unser Balkon, auf dem waren auch zwei Hühner, Hedwig und Hermine.
Und da sitze ich in der Sonne und lese. Und an der Wand hängt Audrey Hepburn von mir gemalt, weil so hätte ich immer gerne ausgesehen. Ja, oh, ich muss mal Wasser trinken. Ich weiß gar nicht, warum ich plötzlich so viel husten muss. Hier ist so trocken. Ja, da lerne ich gerade schreiben. Sütterlin-Schrift, wenn man genau hinguckt. Ja. Und deine erste, weiß nicht, ob Heldin, aber schicke deine Haare, erste, ne, habe ich da noch. Spitzenhaare, ja, total toll. Gut. Die Frisur kannst du doch mal wieder. Aber ich finde, man erkennt mich schon total. Ja. Manche Kinder erkennt man gar nicht, aber bei mir sieht man sofort die Augen sind genau. Ja. Genau die. Roswitha Bitterlich hieß deine erste Lesehelferin. Lyrikerin. Also. Lyrikerin. Das weißt du, das hast du gelesen. Aha. Ach, wie schön. Ja, ich musste als Kind immer Kölnflocken essen. Kölnflocken mit Zucker, Kakao und Milch. Ich esse heute noch gerne Kölnflocken. Mhm. Und da lagen immer Bildchen drin, die konnte man in ein Album kleben. Für ein Album hatten wir kein Geld, aber die Bildchen habe ich gesammelt. Und die Verse auf den Bildchen hat Roswitha Bitterlich geschrieben. Das habe ich aber erst viel später recherchiert. Ich kannte Roswitha Bitterlich als Kind nicht. Aber so gesehen waren meine ersten Gedichte von Roswitha Bitterlich. Und dann beschreibst du unglaublich schön und eindrucksvoll deine Kindheit, die nicht leicht gewesen ist. Du warst eigentlich nicht gewollt und nicht gesehen. Nach dem Krieg war keine Kindheit leicht. Ich bin Jahrgang 43 und diese Kinder sind also alle noch im Krieg gezeugt, 42. Das heißt, der Vater kam aus Russland, Polen, Frankreich, wo auch immer her, auf Urlaub. Man traf sich kurz, 3-4 Tage, er fuhr wieder ab, der Krieg ging weiter und die Mütter waren schwanger. Glaubst du, dass da jemand ein Kind wollte in der Zeit? Niemand. Und ich wurde geboren in der Zeit, als das Ruhrgebiet gerade in Schutt und Asche gelegt wurde. Wir wohnten in Essen, die ganze Straße war weg. Das war... Diese Mütter waren hart, die hatten keine Lust auf noch ein Kind. Die Väter kamen aus diesem Krieg zurück völlig desillusioniert. Die hatten ja schließlich die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt und gemerkt, ihre Ideale sind falsch. Und dann kam der Wiederaufbau und dann hast du so einen Balk an der Seite und musstest durchzerren durch den Wiederaufbau. Beide Eltern berufstätig, das wollte niemand damals. Also das ist jetzt nicht ein tragisches Einzelschicksal, sondern ich beschreibe nur, was überall, fast überall gang und gäbe war. So und du auch bei mir. Genau, ich habe aber die Bücher gerettet, ich hatte immer was zu lesen. Genau, und du schreibst diesen schönen Satz, also du hast dich nicht sichtbar gefühlt, du warst eigentlich gar nicht da und bist lesend sichtbar geworden. So kannst ist du das. Kannst du das ein bisschen beschreiben oder welche Bücher dich sichtbar gemacht haben? Ich kann das gar nicht so beschreiben, Volker. Ich kann nur sagen, dass die Bücher mich gerettet haben, weil ich immer eine Ecke hatte, in die ich mich zurückziehen konnte und konnte das vergessen um mich rum. Den Streit der Eltern, diese Ehen gingen ja auch fast alle in die Brüche damals. Dieses armselige Zuhause. Ich habe mich weggelesen. Und das lesende Kind gilt immer als das einfache Kind. Stimmt aber nicht. Es wird das schwierige Kind. Es liest sich aus den Verhältnissen weg, weil es liest über eine Welt, die anders ist als die, in der es ist. Und dann wird man in dem Alter, was wir eben das Bild gesehen haben, wird man aufsässig und will nicht mehr so leben, will nicht mehr zu Hause sein und will auf der Folie der Bücher auch ein anderes Leben haben. Und so war das auch bei mir. Und dann bin ich weg von zu Hause mit 15 zu Pflegeeltern. Und das war ein sehr gebildeter Haushalt, da standen die Bücher in Reihe und Glied, alphabetisch geordnet. Wir hatten ein kleines Board über dem Sofa mit vielleicht 10 Büchern und da war eine Bibliothek und dann habe ich mich durchgelesen, ohne jede Kenntnis. Ich habe einfach mal bei A angefangen, weil ich nicht wusste, wie ich anfangen sollte, ich hatte keine Kriterien und habe mich durchgelesen und was mir nicht gefiel, habe ich wieder reingestellt, dabei entstehen entsetzliche Irrtümer. Und was mir gefiel, da habe ich dann weitergesucht, ich habe mich einfach... wie so ein Wühlmäuschen da so durchgeforscht, bis ich so ungefähr meine Linie kannte, meine ich. Das habe ich da beschrieben. Denn wir werden nicht so schlau geboren, wir müssen es uns zusammensuchen und Bücher können dabei helfen. Genau, und schlau sein, ob die Bücher schlau sind oder nicht, ist das für dich überhaupt kein... Das ist egal, es ist ein Gefühl für Sprache entsteht, ein Gefühl für Geschichten, auch ein Gefühl für Wahrhaftigkeit, also nicht jetzt Wahrheit, Literatur, habe ich eben schon gesagt, muss nicht wahr sein, aber wahrhaftig muss sie sein. Das heißt, Sprache und Geschichte müssen adäquat übereinstimmen, dann ist es ein gutes Buch. Mhm. Wenn eine gute Geschichte gut erzählt ist, dann funktioniert das. Ja, aber nochmal zu dieser Sichtbarkeit, oder was waren denn so deine ersten Figuren, wo du dachtest, so möchte ich gern sein, oder diesen oder in die Richtung, oder du hast dich ja glaube ich auch verglichen, die Haare von Nesthäkchen oder die Haare von Elke, die Elke-Bücher. Ach, die Nesthäkchen, da war ich ja noch ein Kind, aber als ich dann älter wurde, wir lasen alle natürlich damals diese Schmonzetten von Angoulin, Angelique, schreckliche Bücher heute aus heutiger Sicht, aber wir haben das unser gelesen. Unser Harry Potter hast du geschrieben, ne? Ja, es war so unser Harry Potter, es waren 12 Bände, ich habe glaube ich 4 oder 5 gelesen, eine wunderschöne Frau, ein ganz hässlicher Mann, aber sie lernt ihn lieben und ach, alles so wunderbar. Ja, wir wollten...
ja, schön sein. Scarlett O'Hara war auch so ein Fall, vom Winde verweht. Sie kommt nur die Treppe runter und der ganze Raum ist verliebt. Und dann haben wir geübt, Treppen runterzukommen. Aber es hat nicht so funktioniert. Aber man lernt durch diese Bücher, sich einzuordnen, so ein bisschen, wo der eigene Platz im Leben ist und was die eigenen Stärken sind. Die Haare waren es dann bei mir nicht, dann musste es was anderes sein. Meine Schnelligkeit, meine Kreativität, meine Energie war es dann. Und von Scarlett O'Hara habe ich gelernt, wenn man schön aussehen will und nichts hat, reißt man halt die Gardinen runter und näht sich ein Kleid raus. Also es geht alles irgendwie. Was überhaupt, wenn man das Buch durchgelesen hat, es gibt ja schon viele dunkle Momente, auch Krankheiten, von denen du gehabt hast, die werden aber, deutest du ja immer nur kurz an. Ne? Und das gibt naja, dann diesen einen Moment, Jammern bringt uns ja nicht weiter. Ja, das stimmt. Aber 1958, da ist das Jahr, da ziehst du, glaube ich, das aus und sagst du, das ist so schmerzhaft für mich, ich kann bis heute nicht drüber sprechen und nicht mal drüber schreiben. Ja, das ist schwer, weil ich meiner Mutter, die mich nicht gut behandelt, aber sehr geliebt hat, ich weiß das, ihr war nur nicht gegeben, das zu zeigen. Heute verstehe ich sie gut, aber mit 14 verstehst du das nicht, warum du dauernd eins auf die Nuss kriegst und warum die Mutter dauernd sagt, Herrgott, hätte ich doch kein Kind gekriegt im Krieg. Das ist schwer für ein Kind immer zu hören. Aber ich weiß heute, dass sie mich lieb gehabt hat. Sie hat mich an die Bücher und an die Musik rangeführt. Was Besseres hätte sie gar nicht tun können. Sie hat mir immerfort Bücher hingelegt und sie hat mich in die Oper und in Konzerte geschickt und konnte nur eine Karte kaufen, weil wir so arm waren und stand dann 2 Stunden draußen und wartete, bis ich wieder rauskam und ihr alles vorsang und erzählte. Das ist doch wunderbar. Aber das habe ich als Kind nicht begriffen, dass das wunderbar ist. Und ich musste da weg. Ich musste einfach aus diesem Haushalt raus und bei den Pflegeeltern war es sehr klug, sehr intellektuell, es wurde viel diskutiert, es war im Pfarrhaus, das klassische evangelische Pfarrhaus, sehr intellektuell, aber nicht sehr warm, also ich musste die siezen und in den Arm genommen wurde auch nicht, deswegen habe ich wahrscheinlich mit 22 sofort geheiratet, weil ich einfach ein Zuhause wollte. Und aber sie haben mir, ich hatte Klavierstunden, ich kriegte Nachhilfe in Mathe, ich konnte lesen, so viel ich wollte, ich konnte Freunde mit nach Hause bringen. Und das alles war auch schön. Und das Lesen in diesem Haushalt hat mich richtig an die Bücher herangebracht, weil die hatten viel. Das war eine große Bibliothek. Und wenn du bei A anfängst, da bis zum Abitur, war ich dann einmal so durch. Und dann ist mir aber aufgefallen, als ich anfing zu studieren, Männer, 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 dass wir immer nur Männerbücher lasen. Ich habe ein Seminar gemacht über Sturm und Drang, später eins über Romantik. Und die einzige Frau, die wir immer gelesen haben, war Annette von Droste-Hülshoff. Und ab und zu wurde Hildegard von Bingen erwähnt. Und sonst gab es gar keine Frauen. Es gab nur Männer. Gute Männer. Lessing, Schiller, Kleist, Goethe, Klopstock, Schopenhauer. Alles. Aber keine Frauen. Und dann dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. Und habe mir die nach und nach selbst zusammengesucht, weil ich einfach deren Blick auf die Welt sehen wollte, ob das auch mein Blick ist. Mhm. Also es schadet nicht, die Männerbücher zu lesen. Ich lese die gern, aber wenn man jung ist und sich selber sucht, dann hilft einem Virginia Woolf ein bisschen mehr als Hemingway. Mit dein Lebensbuch ist von Carsten McCullers. Ja, das Lebensbuch würde ich jetzt gar nicht sagen. Oder das sind verschiedene Lebensphasen. Ich werde ja immer wieder gefragt, du wahrscheinlich auch nach Lieblingsbüchern, sowas gibt es nicht. Das ändert sich doch im Laufe des Lebens. Wenn ich ein Lieblingsbuch habe, dann ist es ein dicker Gedichtband, der Conradi oder so, wo ich immer wieder drin lese, Gedichte, deutsche Gedichte. Nein, mein Lebensbuch ist das deshalb, weil ich das so oft gelesen habe, und mit 15 war ich noch so weich, so formbar. Da habe ich es zum ersten Mal gelesen und habe nur mich in dem Buch gesehen. Carsten McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger. Und da habe ich gedacht, das handelt von mir, von diesem Mädchen, was sich nicht wohlfühlt in der Familie, was sich wegschleicht unter die Fenster reicher Leute und da schöne Musik hört und in sein Tagebuch schreibt, ich habe Mozart gehört mit TS, weil sie gar nicht weiß, wer Mozart ist. Und ich habe mich so identifiziert. Und dann habe ich das Buch später, um es irgendwie zu besprechen, nochmal gelesen und habe gedacht, das handelt ja gar nicht von mir. Es handelt ja von jemand ganz anderem. Es handelt von dem schwarzen Dr. Copeland, der für seine Leute mehr Rechte erkämpfen will, für die Schwarzen. Und dann dachte ich, nee, es handelt von James Blunt, dem Revolutionär, der für die Arbeitergleichheit erkämpft. Dann habe ich es nochmal gelesen, als ich 50 oder 60 war und dachte, nein, das handelt ja von eigentlich nur von diesem Taubstummen, von Mr. Singer, zu dem alle kommen und ihre Sorgen erzählen, weil er so gütig und geduldig zuhört, aber er ist taub, er hört gar nicht, was sie erzählen. Und er bringt sich am Ende um, weil er so einsam ist. Es ist ein Buch über Einsamkeit. Alle diese Figuren sind einsam und sind miteinander verbunden. Und das hat eine Frau geschrieben mit 23 Jahren, die mit 50 übrigens auch schon tot war, wie viele schreibende Frauen sehr, sehr früh gestorben sind. Das ist offensichtlich nicht aushalten, diese Belastung, die Diskrepanz, Frau zu sein, Mutter zu sein, begehrenswert zu sein
und Künstlerin zu sein. Das muss ganz schwer sein. Ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, wie viele Frauen früh gestorben sind und Selbstmord gemacht haben, die Schriftstellerin waren. Und dieses Buch zeigt mir, mit 23 hat sie die ganze Welt und das alles so begriffen. Darum ist mir das so ein Herzensbuch. Wenn man das heute liest, ist es etwas langatmig und erreicht uns nicht mehr so, wie es mich damals erreicht hat. Aber mein Respekt ist immer geblieben. Und in diesem schwierigen, dunklen Jahr 1958 war Bonjour Tristesse. Ja, das haben wir alle gelesen, ist ja klar. Die war 18, glaube ich, als sie das schrieb. Bonjour Tristesse, zack, hingehauen. Und da habe ich mich auch drin wiedererkannt. Und Bonjour Tristesse, klar, das steht ja in unseren Tagebüchern schon. Ja, natürlich. Ja, das gehört alles dazu, das Triviale. Man liest nicht mit 12 oder 15 Proust und man liest auch nicht mit 30 die Häschenschule. Bücher haben ihre Zeit, in der sie uns erreichen. Und da ist es richtig, dass wir sie lesen, auch solche Sachen. Aber später braucht man dann doch anderes Futter. Und eine ganz frühe Autorin ist zum Beispiel auch Enid Blyton gewesen, die wir auch natürlich kennen. Du nicht? Doch, deine klar, Kinder? Die Geheimnis um Bücher habe ich vor allem. Die Freunde, fünf Freunde, Burg der Abenteuer, Teil der Abenteuer, Zirkus der Abenteuer. Und die sagt dann mal den schönen Satz, Kritik von Leuten über 12 Jahre interessiert mich sowieso nicht. Völlig richtig bei ihr, ja. Die hat ja für Kinder geschrieben. Was sollen wir Erwachsenen daran rumkritisieren? Sie war eine unglaublich fleißige Schreiberin und sie hat in uns Kindern, ja, so wie später mit Harry Potter, man sagt ja, die Kinder lesen nicht. Und dann kam Harry Potter und sie haben in 3 Nächten 800 Seiten gelesen. Natürlich lesen sie, wenn sie das richtige Futter kriegen. Man muss sie dran führen. Viele Eltern sagen, meine Kinder lesen nicht. Das liegt daran, dass sie ihnen vielleicht nicht die richtigen Bücher geben oder dass sie selber nie lesen. Kinder machen nach. Wenn die nie sehen, dass Vater oder Mutter im Sessel sitzen und lesen, dann tun sie es selber auch nicht. Man muss auch das vorleben. Ja. Hat Lesen für dich oder dieses ständig immer Lesen, hat das nicht auch was Isolierendes, von der Welt ab. Na klar. Abschützendes. Ist was Einsames auch. Also und gerade weil du Kinder sagst und Familie, einsame. Ich denke das bei mir oft. Ich lese ja auch eigentlich von morgens bis abends und das ist dann immer so der Moment, da ist man, also die Kinder erleben können das ja nicht nur als was Herrliches und das macht Papa so gerne, sondern das ist natürlich auch was, da ist er dann für uns irgendwie verloren. Das Schwierige ist, dass dieses Lesen, was wir so lieben, irgendwann unser Beruf wird. Bei dir ja auch und bei mir auch. Und dann gibt es das Lesen müssen. Die ganzen Neuerscheinungen, die jedes Jahr auf einen einprasseln und das Pflichtgefühl, sich dann mit denen auch zu beschäftigen. Das ist manchmal hart. Und da sitze ich auch davor und denke, oh nee, nicht schon wieder im Buchpaket. Aber letztlich, wenn ich dann das richtige Buch erwische, so, dann kommt ein Meyerhoff ins Haus oder Klaus Pohl, dann bin ich wieder so glücklich und denke, ja, das ist es. Und dann bin ich wieder neu entflammt. Und man muss natürlich neben dem Lesen auch ein eigenes Leben haben. Und das habe ich ja immer gehabt. Also ich bin sehr viel gereist, ich habe viel anderes unternommen. Ich war zweimal verheiratet, ich war sehr oft verliebt, ich habe durchaus ein Leben gehabt. Aber letztlich haben die Bücher mich immer begleitet und mich auch immer wieder aufgefangen. Eben, du hast die Krankheiten angesprochen, ich war viel krank. Und wenn man krank ist, gibt es nichts Besseres als zu lesen. Man wird davor nicht gesund, aber man vergisst es 3 Stunden und in den 3 Stunden wächst Kraft. Und das kann ich immer nur jedem raten, tut das. Du erwähnst aber auch zum Beispiel Peter Turini in seiner Lesebiografie, der geschrieben hat. Ja, der sagt doch, es macht einsam. Ja, klar. Und zwar vor allem auch so als Aufsteiger, als eben auch aus sogenannten einfacheren Verhältnissen gekommen, hat sich dann in eine andere irgendwie so emporgelesen und das hat eben für ihn aber auch dazu geführt, zu einer Einsamkeit. Ja, zu einer gewissen Einsamkeit, das ist so. Der Lesende ist oft einsam. Und ich kann auch mit keinem meiner Freunde diese Lese, doch mit einer, mit Marita Hübinger, die meine Redakteurin war bei der Sendung Lesen. Wir tauschen uns unentwegt in Briefen aus darüber, was wir lesen. Sonst in meiner Umgebung sind Musiker, Sportler, keiner von denen liest so viel wie ich. Ich zwinge sie manchmal, aber es klappt nicht immer. Trotzdem, es ist ja wirklich unglaublich, wie du dir immer und immer wieder diese Begeisterung auch bewahrst. Geht ja, das von aber selbst oder musst du dich, oder kommt die aus den Büchern? Nein, das kommt oft auch, dass ich ganze Tage kein Buch sehen kann und denke, nee, nicht schon wieder. Aber wenn ich dann wieder eins erwische, zum Beispiel jetzt, ich bin auf diese Reise gegangen hierher und dann nimmt man natürlich ein Buch mit, weil man im Flugzeug liest. Und dann habe ich mitgenommen Natascha Wodin, Nastjas Tränen. Einfach so, stand im Schrank, dachte ich, muss ich jetzt lesen. Wie schön ist das? Wie hat mich das Buch durch diese Reise begleitet? Wie freue ich mich schon auf die Rückreise, wenn ich weiterlesen kann? Also man kann ja auch blöden Alltag, warten auf Flughäfen, sitzen in Zügen, Menschen, die quatschen um einen rum, kann man ausblenden mit einem guten Buch. Das ist auch ein Trost. Das stimmt. Trotzdem ist es manchmal nicht so leicht, sich die Offenheit auch für Bücher einfach zu bewahren. Man muss schon offen bleiben, um... Ja, man muss aber auch nicht jedes Buch mögen. Das habe ich auch in letzter Zeit gelernt und gemerkt, dass man auch mal nach 60 Seiten sagen darf, ist jetzt nicht mein Ding. Ist sicher gut, ist sicher sehr klug, ist sicher toll, aber ich muss das jetzt nicht haben. Und dann kann ich es auch lassen. Eine schöne Erinnerung in dem Buch ist auch, dass Lesen auch durchaus mal
tödlich, würde man heute sagen, gewesen sein könnte, zumindest lebensbedrohlich, nämlich durch die Anzeigen, die es früher in diesen Rohoho-Taschenbüchern zumindest gegeben hat. Ja, das kennst du gar nicht mehr. Doch, ein bisschen kenne ich es natürlich noch. Ich lese ja vor allem auch antiquarische Bücher. Aber man ist doch verwundert, wo heute Werbung mehr denn je, alles ist voller Werbung, aber in Büchern ist es komplett verschwunden. Früher gehörte das zumindest bei den Rohoho-Büchern dazu. Und zwar fürs Rauchen. Ich habe mit 13 Rauchen angefangen, weil die immer in den Büchern, die ich mir gekauft habe, die Taschenbücher, stand immer bezogen auch auf den Inhalt. Hier irrt Herr Lemle oder so, da hätte er mal eine gute Fox rauchen sollen oder so. Und ich habe dann die gute Fox geraucht, weil das gehörte offensichtlich dazu. Eine Lampe, eine Zigarette und ein Buch. So leicht lässt du dich nämlich echt von Texten, von Literatur verführen. Total. Und dann habe ich... Später war Reklame für Muson-Creme, dann habe ich Muson-Creme benutzt. Oder Tosca oder Muson, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ich habe das immer toll gefunden und irgendwann ist die Werbung aus Büchern verschwunden. Sollte man mal wieder machen. Warum ich kenne eigentlich nur so Pfandleihbriefe. Pfandleihbriefe waren dann auch, da wusste ich gar nicht, was es ist. Da bist du dann ausgestiegen. Das habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Ich wusste auch nicht, was es ist, Pfandleihe. Ja. Aber Rowald hatte das in seinen Rotationsromanen, war immer eine Seite Werbung. Ja. Verrückt ist ja auch, dass du schon so früh so klug warst, dass du auch als Babysitterin dein Wissen in Leute hineingestopft hast. Das ist ein Geheimnis, das ich noch nicht mal ahnte, dass einer der doch klügsten Feuilletonisten unserer Tage, kann man doch sagen, Gustav Seibt von der Süddeutschen, den hast du gebabysittet und so ein bisschen... Ich wusste ja nicht, dass es Gustav Seibt wird. Ich hatte bei der Familie Seibt ein Zimmer, wo ich keine Miete zahlen musste, um auf die Zwillinge Bernhard und Gustav aufzupassen. Mhm. An Wochenenden oder wenn die Eltern was vorhatten. Es war ein sehr kulturelles Haus damals schon. Der war sicher von Haus aus klug und nicht durch mich. Und von diesen Zwillingen war der Bernhard der Einfachere und Gustav war ein bisschen schwieriger. Und um die stillzuhalten und bei Laune zu halten, habe ich ihnen immer schwierig, Geschichten erzählt. Schwierig, kann man da genauer sagen? Schwierig was? Zappelig, unruhig. Bernhard war lieb, saß an meiner Seite, war ein Engelchen. Gustav, der wuselte rum. Und dann habe ich ihnen Geschichten erzählt und Märchen vorgelesen und Geschichten. Und damit kriegte ich sie ruhig. Und dass er später ein Literaturkritiker wurde, der, glaube ich, meine Bücher gar nicht mag, das finde ich ganz wunderbar. Schön, ja, so vielleicht ist das eben. Dass er sich vielleicht auch versucht abzugrenzen, ist ihm vielleicht peinlich? Oder so. Ja, ich habe keine Ahnung, ob er sich überhaupt noch erinnert. Der war 4 Jahre alt. Oder so. Also wir waren ja ganz klein, die Jungs. Und ich bin mit ihnen zum Baggersee gegangen, schwimmen. Ich konnte selbst gar nicht schwimmen, aber ich habe sie gehalten, dass sie schwammen. Also ich erinnere mich so an Kleinigkeiten. Ich mochte die Seibts gerne. Es war ein sehr intellektueller Vater. Ich weiß gar nicht, was der machte. Und eine sehr viel lesende, engagierte Mutter und eben diese beiden kleinen Jungs. Und da habe ich eine ganze Weile gewohnt, bis dann mein Studium so anstrengend wurde, dass ich mir ein anderes Zimmer gesucht habe, weil ich nicht mehr Kinder hüten wollte. Der zappelige Gustav, das verstehe ich auch. Der zappelige Gustav. Gib mal vielleicht ein Kinderbuch, oder? Der zappelige Gustav. Zappelige Gustav, ja. Nein, aber er ist ein kluger, guter Kritiker, also toll. Und ich habe das lange gar nicht begriffen. Ich habe die Zeitung gelesen und las immer Gustav Seibt und irgendwann dachte ich, Seibt, Gustav? Das waren doch die Zwillinge und dann bin ich selber erst drauf gekommen. Das waren die. Ja. Und mit Bodo Strauß hast du gemeinsam keine Doktorarbeit geschrieben. Ja, Doktorarbeit, nicht Doktorinnenarbeit. Ne? Wir wollen ja bitte. Ja, da bist du ja so ganz. Ja, da bin ich das ganz, so ganz empfindlich. Anwalt, wenn einer mit Gendersprache kommt. Also wirklich, geht gar nicht. Also ja, wir waren bei demselben Doktorandenseminar bei Professor Lazarowitsch, der uns beiden nicht lag. Der war sehr konservativ, sehr schwierig. Ich war damals schon so ein bisschen auf dem Absprung ins Radio und Bodo Strauß musste sich von dem nur dumme Sachen anhören. Sie haben doch sicher schon eigene Erzählungen in der Schublade liegen und deswegen konzentrieren Sie sich nicht hier auf Ihre Arbeit. Also wir haben es beide irgendwann hingeschmissen, ja. Und die Geste eben, wenn ich das hier nochmal sehe, geht gar nicht, würde ich doch einen ganz kleinen Moment, wir haben schon eine ganze Sendung über ihn gemacht und nicht zu lange, aber wie sehr das ist für die, die ihn nicht mehr oder nicht erkennen mit diesem Start. Der Springteufel! Liebe Literaturfreunde, also der Mann, von dem das wir doch geht gar nicht. Einiges gelernt haben. Ein fürchterliches Buch. Wunderbar. Denkst du noch manchmal an ihn oder solche Gesten? Ich denke oft an ihn. Geht gar nicht. Nein, ich denke oft an ihn. Er war persönlich nicht sehr nett, aber er hat die Leidenschaft in die Debatte gebracht. Und ich verdanke ihm viel gute Leseerlebnisse durch seine Leidenschaft für Bücher zu sprechen. Zum Beispiel Haruki Murakami habe ich durch ihn erst kennengelernt. Wie hieß es denn? Liebschaften. Nee, gefährliche Liebschaften, Liebhaber ohne festen Wohnsitz, wie ist es denn? Kafka-Stand. Ich komme jetzt nicht drauf, worüber die sich damals so zerkracht haben. Ah ja, natürlich. Ja. Sigrid, wo Sigrid aussteigen musste. Wir haben keine Ahnung von Erotik. Ja, wunderbar. Nein, ich verdanke ihm viel. Wir waren ja auch, soweit man mit ihm befreundet sein kann, befreundet. Ich war
auf seinen Hochzeitstagen. Ich war mit ihm bei seinen vielen Ehrendoktoren, die er immer wieder kriegte. Und wir haben zusammen an Kleists Grab gestanden. Ich war mit ihm in seiner alten Schule. Wir haben viel zusammen unternommen. Und ich war ja, wenn man so will, seine Nachfolgerin vom Quartett mit der Sendung Lesen. Und ja, und das passte ihm dann nicht so gut, dass es dann das zumindest... Das passte ihm gar nicht, dass es so erfolgreich wurde. Da rief er mich immer an und sagte, wir machen das gemeinsam. Dann habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht, das mache ich alleine. Und ne. Jetzt macht es keiner mehr. Jetzt macht es keiner mehr. Doch wir, ja. Du bei Spiegel.de, ja. Frau Spitzentitel. Hatte seine Zeit, ist vorbei. Eben kurz hast du angedeutet, deine Zeit als Kritikerin im Radio, Filmkritikerin auch. Und das wird hier kurz erwähnt, mit 1970 ist das gewesen, mit dem schönen Satz, du bist... in die Station gegangen, nach diesen Film bespreche ich. Ja, das ein Frauenfilm ist es, glaube ja, ich, das gewesen. Sollte dein damaliger Mann besprechen. Ja, und genau. Das sagst du, nee, das ist doch, das da habe ich zu ihm gesagt, das kannst du gar nicht besprechen, weil das erzählt mein Leben, nicht deins. Und dann bin ich in die Redaktion, die kannten mich gar nicht, haben gesagt, guten Tag, ich bin die Frau von dem Mann, von dem Heidenreich, und ich möchte diesen Film besprechen, nicht er. Und dann haben die gesagt, ja dann. Und dann habe ich das gemacht und war drin. Aber nur kurz. Ich war damals noch Studentin und das war beim Bayerischen Rundfunk. Ich bin dann nach Baden-Baden gezogen und habe beim Südwestfunk SWF 3 dann richtig viele Jahre, 17 Jahre lang Radio gemacht, Buchbesprechungen vor allem und moderiert und Platten aufgelegt. Ich kann nur ein sehr beschissenes Englisch sprechen bei Interviews, aber ich kann alle Texte von allen großen Popsongs. We don't need a weatherman to know which way the wind is blowing. Bob Dylan. Mitunter bestreitest du ganze Abende mit deinen Text-Songs. Da gibt es auch in deinem letzten Buch, gibt es da eine wunderbare Szene mit T.C. Boyle. Wo du, ich glaube, du sprichst nur in Liedzeilen und er antwortet. Ja, der ist doch wunderbar, oder? Kennst du ihn? Hast du ihn mal kennengelernt? Ja, habe ich kennengelernt. Ist er nicht wunderbar? Der Sendung. Ja, fantastisch. Der letzte Rocker der Literatur. Die Haare. Mit den zottligen Haare, genau. Wunderbar, ich liebe ihn. Ich liebe auch seine Bücher. Ich finde nicht alle gleich gut. Aber er ist ein fantastischer und ganz wichtiger Schriftsteller. Ich finde ihn großartig. Auch das Manische, jede zwei Jahre wieder ein neues Buch. Und immer an brennenden Themen entlang. Das ist großartig. Ich liebe ihn sehr. Ja, ich saß mal einen Abend mit ihm zusammen und hatte vorher mit ihm ein Interview in meinem beschissenen Englisch eben und musste das Publikum oft nach Wörtern fragen. Haben die mir dann geholfen und er hat sich kaputt gelacht. Aber ich habe da kein Problem zu fragen. Warum muss man alles wissen und können? Mir fiel nicht mehr ein, was heißt Absicht? Da riefen die Leute Intentions und dann dachte ich wieder an meine Schlager. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. My intentions are good. Und ich hätte es wissen müssen, aber mir kommen die Worte da nicht. Words don't come easy to me. Schön. Und der Abend ging dann aber schlecht weiter. Der Abend war sehr, sehr lustig. Wir haben viel Bier getrunken, viel gelacht. Und dann saß im Nebenzimmer. Willst du das hören? Total gerne. Es passt. Es ist ein bisschen die Verbindung zu diesem unsichtbar oder sich unsichtbar fühlen in deiner frühen Kindheit. Wäre da war jetzt ich sozusagen sowas der Faden, an den ich denken könnte, wenn du jetzt deine Geschichte selbst erzählst. Haben wir so viel Zeit? Ja, gut. Aber ich mach's kurz. Im Nebenzimmer, das war ein Literaturfest in Köln, die berühmte Lit Cologne. Und im Nebenzimmer saß umgeben von Anbetern Susan Sonntag. Und ich fand Susan Sonntag immer göttlich. Ich fand sie die schönste, die klügste, diese schwarzen Haare mit den weißen Strähnen drin. Boah, Susan Sonntag. Ich hatte alles von ihr gelesen, bis auf ihren allerneuesten Roman damals. Den hatte ich noch nicht gelesen. Und ich wollte einfach sie kennenlernen. Ich wollte, dass Susan Sonntag weiß, dass es mich gibt. Und habe zu T.C. Boyle gesagt, ich muss jetzt mal rüber, I want to see Susan. Und dann hat er gesagt, ha, you will be back in less than 10 minutes. In weniger als 10 Minuten wirst du zurück sein. Und ich wusste gar nicht, was er meint. Und dann bin ich rübergegangen und sie hielt Hof. Sie saß da, die Königin der Nacht, sie war toll. Und dann kam irgend so ein Idiot und schrie, da kommt Elke, she's kind of female Pope of Literature, wird ja immer gern genommen, Literaturpapst. Und redete also, dass sie schon angewidert war, überhaupt so viel Quatsch über mich zu hören. Dann habe ich mich neben sie gesetzt und habe in meinem beschissenen Englisch gesagt, dass ich alle ihre Bücher gelesen hätte, nur das Neueste noch nicht. Das würde ich aber jetzt lesen, weil ich würde jetzt nach Italien fahren, just for fun, not work. Und da würde ich es lesen. Und sie guckt mich an, angewidert und sagt, well, you know, work is more fun. Then fun und dreht sich wieder weg und redet mit jemand anders und ich war wieder unsichtbar. Arbeit ist guter wichtiger. Satz. Guter Satz. Und ich bin wieder rüber zu T.C. Boyle und er sagt, ja, less than 10 minutes, ich hab's gewusst. Und ich habe gesagt, it takes more than that to bring me down. Auch aus einem meiner Popsongs. Und dann hatten wir noch einen sehr lustigen Abend und den Roman habe ich übrigens dann auch nie mehr gelesen. Hat sich nicht ergeben. Hat sich nicht ergeben. Aber sie war toll trotzdem. Ich finde sie immer noch toll. Schön. Und Unsichtbarkeit ist aber ansonsten kein Problem deines Lebens. Du bist unglaublich populär, sichtbar. Ja, aber weißt du was, mich erkennt keiner. Ich habe das Glück, mich erkennen die Leute erst, wenn ich den Mund aufmache. Sie erkennen mich alle an der Stimme und an der Sprache.
witzig. Ich kann überall sitzen. Manchmal kommt jemand und sagt, gell, Sie sind's. Dann sage ich, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob die dann wissen, wer ich bin. Trotzdem. Aber wenn ich zusammen, rede, dann wissen sie es. Und seit wir hier auch zusammen Spitzentitel machen, wirst du auch wieder regelmäßig auch auf Bücher angesprochen. Aber wirklich, angesprochen. Ich gehe am Rhein spazieren mit meinem Hund und dann sagt jemand, endlich liest mein Mann wieder, seit Sie da sagen, was er lesen soll. Das ist doch schön, oder? Wir erreichen ja, was. Ja. Hier erwähnst du einen Mann mit Norwegerstöckchen, so nennst du ihn, der auch ganz begeistert war. Welches Buch hat er? Der war auch von einem... Apeirogon, Colin McCann, ganz dickes Ding. Er sagt, was soll ich lesen? Stand er da. Und dann habe ich gesagt, lesen Sie Apeirogon. Es hört sich schwierig an, ist dick, aber ist wunderbar. Und dann habe ich ihn später wieder getroffen und gesagt, großartig, noch so ein Tipp. Wunderbar, das ist doch schön. Ich liebe sowas. Sehr, sehr schön. Es macht Sinn, was wir tun. Es ist absolut großartig und du machst es ich mach's so gerne. Und machst es gern und das vor allem merkt man dir in jeder Sekunde einfach aber an. Aber du doch auch. Ich doch auch. Aber jetzt, in Zukunft machst du das hier alleine, weil das ist hier für mich die letzte Sendung. Bevor ich das hier jetzt uns hier jetzt verabschiede, will ich doch, das haben wir jetzt zu kurz hier noch, bislang zu kurz in die Kamera gehalten. Hier geht's lang, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber gehört haben Sie es jetzt und drüber gelesen. Ach, im Eisele Verlag ist es übrigens erschienen, du bist ja sonst eigentlich immer bei Hansa. Hansa. Was hat das mit dem Eisele Verlag eigentlich? Ja, die Julia Eisele, die Verlegerin, mit der saß ich zusammen und wir haben diese Idee gemeinsam ausgeheckt. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich es auch bei ihr. Und sie hat ein wunderschönes Buch draus gemacht, Ich bleib Hansa treu, aber dies ist jetzt bei Eisele. Und wir sind hier noch nicht am Ende, du hast jetzt über 20 Sendungen gemacht. Und da kriegst du jetzt, glaube ich, von der Redaktion nochmal einen Gruß nachgeschossen mit den Highlights aus deinen Sendungen. Also das letzte Wort habe jetzt ich und nicht du. Da kannst du mal sehen, so schnell wird man ersetzt. Und ich mache ja auch weiter hier. Du gehst ja weg. Ich ja nicht. Schön. Wird man mich nochmal sehen oder kann ich nochmal auch noch kurz sagen Tschüss? Du kannst noch Tschüss sagen, aber es wird noch was kommen. Ich muss noch die Haare machen. Ja, natürlich. Und du musst noch die Maske machen. Du bist richtig im Eimer jetzt. So, kein Problem. Haha. Alles gut? Endlich fragt mich mal einer. Herzlich willkommen bei Spitzentitel. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann man sich auch zu gut vorbereiten, frage ich mich. Gute Frage. Ich kann sofort anfangen zu singen. Ich warte ab. Ich bin übrigens weder die Stimme meiner Generation. Natürlich. Why do birds suddenly appear? Noch bin ich Steffen Seibert. Wenn man sich es vornimmt, gelingt es doch ganz gut. Sie sind's. Da kann man sich schon echt Sorgen machen. Ich fand das ganz hübsch. Fiktion, Realität. Man soll Journalisten nicht in Schwierigkeiten bringen. Es ist nicht wichtig. Auf jeden Fall nicht Christian Lindner. Macht überhaupt keinen Sinn. Es erheitert mich. Gut, dass alle anderen gute Laune behalten haben. No, I don't think there's anything good about this situation. What can we do? Lies einfach das ganze Buch vor. Braucht's das im Spiegel auch noch? Schöne Weihnachten. Zeit ist Hirn. Das gibt mir wenigstens einen Hauch von Spannung. Also war das ein Witz? Typisch junge Frau im Internet. We are in the beer mood already. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und das war's bei Spitzentitel. Ich bin jetzt raus. Oh. So viel Spaß habe ich gehabt. Wie schön. Toll, ja, es war einfach ganz, ganz großartig. Ich hatte eine tolle Zeit und ich hoffe, ein bisschen Sie auch. Und ich bedanke mich total hier bei allen, die mitgemacht haben, die Sie jetzt alle aus völlig ungerechtfertigten Gründen nicht gesehen haben. Bei Benjamin Dennisch und bei Sven Christian, bei Christian Weber, bei Janita Hemmeleinen, bei Frauke Böger, bei Julia Parker, bei allen, die mitgemacht haben. Es war einfach ein Riesenspaß. Und bleiben Sie Elke Heidenreich treu, dem Lesen treu, dem Spiegel, Spitzentitel und auch wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder irgendwo. Bis dahin, machen Sie es gut und Kopf hoch.